Leute, grüßt euch wieder bei MyNex One. Wer hat eigentlich gesagt, dass RGB bei Gaming-PCs geil ist? Schluss damit. Ha! Und immer dieser MyNex mit seinen Gaming-PCs. Ja Leute, ich sag's mal, back to the roots. Wir haben hier einen Gaming-PC komplett ohne RGB. Bevor sich jeder fragt, was für ein Gehäuse wir hier genommen haben, das ist das Shakun S1000. Das gibt es einmal auch mit einer Plexiglasscheibe oder auch komplett geschlossen, so wie hier. Und der Clou, Leute, wir haben hier vorne ein DVD-Laufwerk. Geil. Legt noch eine Schippe drauf, schaut euch das an. Das ist die Seite. Komplett geschlossen, man kann gar nicht reingucken. Jetzt schreibt's mal in die Kommentare, ganz ehrlich, wenn ihr auf eine LAN-Party geht und packt da so einen PC hin, denkt jeder, ich hab da einen normalen Office-PC hingehauen und bam, habt ihr dahinter einen geilen Gaming-PC. Ich glaube, das kommt geiler an als RGB. Schreibt's mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Mega gut, eigentlich müsste man schon eine Glasscheibe hier vorpacken, um einfach nur zu sehen, ja, dass da nichts leuchtet. Weil das Gehäuse natürlich komplett geschlossen ist, haben wir vorne 220 mm Lüfter verbaut. Das heißt, wir saugen von vorne die Luft an oder eher gesagt an den Seiten und von unten, schieben die komplett einmal hier durch und hinten mit dem 120 mm Lüfter wieder raus. Und damit haben wir hier auch kein Problem, was Hitzestau angeht. Weil wir jetzt gerade schon bei den Lüftern sind, Leute, wir haben hier verbaut ein Be Quiet Pure Rock 2 in Black, natürlich, ist klar. Keine Beleuchtung, kein gar nichts. 120 mm Lüfter, schiebt die ganze Luft einfach mal durch den Kühlkörper durch und wir schieben die dann nach hinten raus. Das reicht hier aus, um unseren CPU zu kühlen. Wir haben hier einen 13400F verbaut, Leute. Das ist ein 10-Kerner, ist also auch eine Menge Leistung zum Zocken, dass wir hier auch kein Problem kriegen. Damit es beim Zocken natürlich auch nicht die Puste ausgeht, DDR4, 32 GB, Aegis, 3000 MHz, Leute. Im Dual-Channel-Modus, das heißt 2x16, würde ich immer empfehlen, nie als ein Kit kaufen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Man verschenkt da immer ein bisschen Leistung. Deswegen Dual-Kit ohne RGB, ohne Kühlkörper, ohne Beleuchtung. Rein, zocken, fertig. Damit wir genug Platz haben für die Games, Leute, haben wir uns für eine MyNex One Festplatte entschieden. Ein Geheimtipp, Leute. 2 TB NVMe, rein damit, ab die Post. Beim Mainboard haben wir uns für ein Gigabyte B67M, ihr hört richtig, ein M. Das ist kein ATX-Gehäuse und auch kein ATX-Mainboard. Das ist ein Micro-ATX-Mainboard, das heißt, es ist ein bisschen kleiner. Ein ATX bekommt ihr hier nicht rein, also immer ein bisschen drauf achten. Natürlich AX, weil wir brauchen WLAN und DDR4 reicht uns hier an der Stelle völlig aus. Es ist der neueste Sockel drauf, 1700, deswegen haben wir ein 13400F von Intel verbaut. Und wir haben 4x DDR4, die Spannungswandler sind gut gekühlt und die Anschlüsse reichen hier locker aus, um alles zu bedienen. Als Grafikkarte kam hier eine MSI GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB, Leute. DLSS 3, Raytracing, Reflex und Studio, alles natürlich dabei, um für die nächste Zeit gerüstet zu sein. 16 GB reicht natürlich locker aus für jedes Game in HD. Ich würde auch sagen in WQHD. Für 4K ist diese Grafikkarte nicht geeignet. Wie ihr seht, eine kleine Grafikkarte mit 2 Lüftern, 8-Pin-Anschluss, 2 Slot, kriegt man überall ohne Probleme rein. Deswegen haben wir uns hierfür entschieden. Bei dem Netzteil haben wir uns für ein Be Quiet entschieden, ein System Power 10, Leute, mit 650 Watt. Das reicht hier locker aus, um die Grafikkarte zu bedienen. Sie verbraucht ungefähr 170 Watt, wenn sie volle Leistung zieht. Wir haben hier kein modulares Netzteil, das heißt, die Kabel kann ich nicht abmachen, aber wir können hier ohne Probleme alle Kabel unten drin verstecken. Deswegen hierfür entschieden, rein damit, fertig. Das alles entscheidende Fazit an dieser Stelle. Komplett in Schwarz, ohne RGB. Ich find's mega. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Schreibt's unten in die Kommentare. Wir haben hier 32 GB an Bord, ein 13400F, ein 10-Kerner und eine GeForce 4060 Ti mit 16 GB und 2 TB Speicher, Leute. Ich denke, wir können hier ohne Probleme alles in HD spielen. Natürlich auch ein bisschen was in WQHD. Für 4K ist dieser Rechner definitiv nicht ausgelegt. Aber damit bin ich raus, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann und holt euch ein Abo. Ciao.